bisschen Ostsee-Feeling auf. Nur das Wetter passt nicht ganz. Es nieselt gerade ein wenig. So. Leider schon ziemlich zeitig ein Hindernis. Dieser Baum versperrt mir hier den Weg. Hier ist übrigens die alte Elbe. Das alte Flussbett, aber ich muss jetzt hier erstmal durch. Geschafft. So, und hier schauen, haben wir jetzt einen schönen Blick über die alte Elbe hinweg nach Mühlberg.
An dieser Stelle der Elbe werden wir wenden. Martin, ne? Alles gut? Martin geht's gut. Hab ihn jetzt hier mal ein bisschen in meine Jacke genommen, damit er sich ein bisschen aufwärmen kann. Hinter mir seht ihr den Ort Stehla. Und Stehla ist schon sächsisch. Das heißt, hier geht auch die Wassergrenze. Die Elbe ist nämlich hier die ganze Zeit ein Grenzfluss gewesen. Hinter mir geht's auf dem Land weiter. Und was jetzt so gesehen links von mir ist, ist alles noch Brandenburg. Und was jetzt hier hinter mir ist, ist alles Sachsen. Um das nochmal auf die Elbe beziehen, alles was ihr jetzt hinter mir seht, auf der anderen Uferseite, ist tatsächlich Sachsen. Muss ich selber kurz überlegen. Das ist alles Sachsen. Und wo ich jetzt hier noch stehe, und alles, was sich auf dieser Seite befindet, ist noch Brandenburg. So sieht das aus hier. Ja, so sind manche Flüsse eben auch eine Grenze. Ja, was habe ich gesehen hier? Viele Wasservögel. Also Reiher sind sehr viele im Uferbereich, viele Greifvögel, weil es ja viele Felder gibt. Und da hoppeln natürlich ein paar Hasen rum und anderes kleines Getier. Und da schnappen sich ab und zu mal ein Leckerbissen. Gut. Ich habe jetzt hier so 12 Kilometer erreicht, werde mal im Ort gucken, ob ich eine Bäckerei finde. Ich habe nämlich noch gar nichts gegessen heute und werde mir auf jeden Fall einen schönen Kaffee gönnen. Und dann muss ich mich aber auch schon hier von der Elbe verabschieden für diese Tour. Also tschüss, liebe Elbe, war wieder schön heute an deiner Seite mal entlang zu gehen. Und auf nach Stehla.
Es ist vollbracht. Schön gegessen. Noch einen schönen Burger. Zwei Cola. Es war lecker. Martin, dir hat es auch geschmeckt? Ja. So geht die 6. Elbe-Tour zu Ende. Und im nächsten Monat, will ich schon mal verraten, ist Wittenberg dran. Es war schön. Anfangs natürlich hat es geregnet, der Wind war auch nicht ganz so toll, aber jetzt, ihr seht das ja, herrlichster Sonnenschein, alles gut, meine Sachen sind wieder trocken und jetzt geht's nach Hause. Also gleich los hier mit dem Auto von Mühlberg nach Halle an der Saale. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir gerne ein Like, schreibt einen Kommentar, abonniert den Kanal und setzt die Glocke. Wir bedanken uns beide, ne? Für euer Zuschauen.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.